Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Mein Name ist Kevin Diddle, ich bin Hypnotiseur und ich helfe Menschen dabei, ein glücklicheres und zufriedeneres Leben zu führen. Ich bin Experte auf dem Gebiet, wie man Angstzustände und Panikattacken überwindet und ich gebe mein Wissen als Dozent an einer Heilpraktikerschule weiter. Hier in diesem Video möchte ich dir genauer erklären, was Hypnose ist und bei welchen Alltagsbeschwerden und Problemchen dir eine Hypnosesitzung optimal helfen kann. Stell dir einfach mal vor, unser Gehirn sei ein Computer mit verschiedenen Bauteilen, die alle unterschiedliche Aufgaben haben und einem unendlich großen Speicher. Zwei für die Hypnose besonders wichtige Bauteile bzw. Instanzen sind das Bewusstsein und das Unterbewusstsein. Das Bewusstsein ist vergleichbar mit dem Arbeitsspeicher eines Computers. Es beinhaltet unser Kurzzeitgedächtnis, den freien Willen und das bewusste und rationale Denken findet hier statt. Das Bewusstsein ist der kleinere Teil unserer Bewusstseinsschichten und macht nur ca. 5% unserer geistigen Fähigkeiten aus. Der große Speicher, von dem ich bereits sprach, ist unser Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein macht ca. 95% unserer geistigen Fähigkeiten aus und beinhaltet unser Langzeitgedächtnis, die Funktionen des vegetativen Nervensystems, unsere Atmung und Reflexe und enorm wichtig, es ist der Ursprung von Gewohnheiten, Erfahrungswerten und Emotionen, die wir tagtäglich erleben. Wie du siehst, ist das Unterbewusstsein sehr groß und es ist manchmal sehr träge, was Veränderungen betrifft. Die Aufgabe des kritischen Faktors ist es, alles auszusortieren, was nicht mit den Glaubenssätzen übereinstimmt, die wir auf unbewusster Ebene etabliert haben. Der kritische Faktor ist dabei wie ein Security bei einem Fußballspiel. Deshalb fällt es auch zum Beispiel einem Raucher sehr schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Bewusst ist dem Raucher Peter natürlich klar, dass es sehr schädlich und ungesund ist und er würde gerne aufhören. Aber auf unbewusster Ebene hat sich der Glaubenssatz und die Gewohnheit verankert, dass Rauchen den Peter entspannen würde. Diese Gewohnheit ist deshalb so stark und oft bricht der Peter immer wieder ein, bis er sich dazu entscheidet, zu einem Hypnotiseur wie mir zu gehen. Durch Hypnose ist es nämlich möglich, dass der kritische Faktor beiseite gestellt wird. Wir stellen ihn einfach ein paar Meter an die Seite, sodass wir direkt mit dem Unterbewusstsein kommunizieren können, um dort an Glaubenssätzen, emotionalen Blockaden oder negativen Gewohnheiten und Denkmustern zu arbeiten. Die hypnotische Trance ermöglicht uns das. Das Unterbewusstsein bevorzugt außerdem die Kommunikation in der Du-Form, weshalb ich dich während einer Hypnosesitzung auch mit Du anreden werde. Wenn der kritische Faktor beiseite gestellt wurde durch die hypnotische Trance, wirken Suggestionen direkt an unser Unterbewusstsein und wir können dort dauerhafte Veränderungen etablieren und Ressourcen aktivieren, damit du dein gewünschtes Ziel erreichen kannst. Das Hervorragende dabei ist, wenn wir eine neue, gesündere Gewohnheit auf unbewusster Ebene etabliert haben, wird dein Unterbewusstsein alles Nötige tun, bis dein gewünschtes Ziel erreicht ist. Es erhält quasi von uns die richtigen Anweisungen und führt deine gewünschten Veränderungen aus. Deshalb ist die Hypnose so enorm effektiv und wirksam, weil wir im Kern arbeiten und dort Veränderungen schaffen, wo der Ursprung liegt und nicht um den heißen Brei herumreden. Wenn nun Peter also suggeriert wird unter Hypnose, dass er Rauchen gar nicht braucht, um zu entspannen, oder sein Unterbewusstsein den Tabakkonsum nun vollständig ablehnt, hat Peter sein Ziel, Nichtraucher zu werden, bereits erreicht. Die Hypnose lässt sich hervorragend anwenden im Coaching-Bereich, bei dem Beseitigen von Versagensängsten durch Prüfungsangst, Lampenfieber oder aber auch beruflichen Existenzängsten oder der Angst zu scheitern oder den Partner zu verlieren. Die Hypnose lässt sich hervorragend anwenden, wenn du den Wunsch hast, endgültig mit dem Rauchen aufzuhören oder überschüssige Funde abbauen willst. Hypnose kann dir dabei helfen, mehr Selbstbewusstsein und ein gesünderes Selbstwertgefühl zu etablieren und dein Inneres zu stärken und von emotionalen Blockaden zu befreien. Aber auch wenn du gewillt bist, beruflich mehr Erfolg zu haben oder im sportlichen Bereich deine Ressourcen zu erweitern. Die Funktionalität und Erfolge, die uns die Hypnose heutzutage bietet, sind mittlerweile durch eine Vielzahl an wissenschaftlichen Studien belegt. Wenn du Angst vor Hypnose hast oder der Meinung bist, du könntest nicht hypnotisiert werden, dann kann ich dich beruhigen. Der überwiegende Großteil der menschlichen Bevölkerung ist sehr gut hypnotisierbar und du findest in mir einen professionellen und erfahrenen Hypnotiseur, dessen Anspruch es ist, dir so optimal und effektiv wie möglich helfen zu können. Vereinbare noch heute einen Termin für ein Beratungsgespräch in meiner Hypnosepraxis. Ich freue mich jetzt schon, dich kennenzulernen.